Ja, hallo zur PK mit Cheftrainer Oliver Glasner nach unserem Auswärtsspiel bei Union Berlin. Oliver, bitte um dein Statement zur heutigen Partie. Ja, Gratulation. Gratulation an Urs Fischer und Union Berlin zum 2:0 Sieg und danke. Starten wir die Fragerunde an unseren Coach Sonja Pahl von Hitradio FFH und danach Peppi Schmidt vom Wiesbadener Kurier. Herr Glasner, wie sehr ärgern Sie sich über diese Niederlage auch? Ihr hattet ja unfassbar viele Chancen. Es hätte auch ganz anders laufen können. Hätte, wenn und aber. Ich bin heute sehr vorsichtig, weil alles, was ich heute sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. Und deswegen ist es besser, heute den Mund zu halten. Bitte Verständnis dafür. Peppi vorne und dann Roland. Ist ein bisschen schwierig, weil wir Sie so eigentlich nicht kennen, Herr Glasner, dass Sie dazu nichts sagen wollen. Ich hatte den Eindruck, dass die erste Halbzeit im Grunde alles aufgegangen ist, bis auf den Abschluss. Liege ich da falsch? Nee, ganz richtig. Roland Palmert von der Bild. Versuche ich es nochmal. Sie haben bei DAZN schon Ihre Verteidiger kritisiert. Nein, ich habe nur festgestellt. Okay. Einspruch. Gut. War nur die Defensive oder lag es heute einfach auf vorne, dass so viele Chancen verknallt wurden? Wir haben schon klügere Köpfe gesagt, wenn du vorne kein Tor machst und hinten welche bekommst, verlierst du das Spiel. Genauso war es heute. Peppi? Ja, ich frage. Wir müssen es mal probieren. Der Markus Grösche hat gesagt, er hatte das Gefühl, er könnte noch eine halbe Stunde spielen können und kein Tor geschossen. Nee, wir hätten noch drei bekommen wahrscheinlich. Okay. Vorne den Kollegen. Herr Glasner, ich habe bitte eine Frage für Radio France über Randall Kolo Muani. Wie wichtig ist er in die Mannschaft, nicht nur heute, aber seitdem er spielt für Eintracht Frankfurt? Er ist sehr wichtig für uns und ist ein hervorragender Spieler. Ich bin froh, dass er bei uns ist. Sonja. Machen wir zuerst. Herr Glasner, doch nochmal der Versuch. Was ist denn passiert in der zweiten Halbzeit, dass Ihre Mannschaft auch nicht zurückgekommen ist, dann, als sie das Gegentor bekommen hat? Das war im Grunde die erste wirkliche Torraumszene für Union fast im ganzen Spiel. Ja, ich glaube, Renault hat noch ein paar ganz gut gehalten. Also wir hatten auch danach Chancen, ähnlich wie in der ersten Halbzeit. Aber könntest auch mal 0-0 spielen, aber wir nicht. Sonja. Okay, dann ziehen Sie jetzt die nächsten Tage die Decke über den Kopf, verstecken sich oder die Mannschaft hat ja jetzt, geht ja in alle Winde auch, verteilt sich. Es gehen nur die Offensivspieler weg und alle Defensiven sind hier. Dann hier hinten der Kollege bitte. Sie hätten heute mit einem Sieg an die Champions-League-Plätze rankommen können. Sind die jetzt für Sie ganz weit weg oder schon überhaupt gegessen in dieser Saison? Ich habe noch nie über die Champions League gesprochen. Ich spreche immer über die Leistung. Und deswegen sage ich heute dazu nichts, weil sonst wird es kritisch für mich. Roland, zum Abschluss noch und dann machen wir einen Punkt. Rafa Boré ist ziemlich wütend vom Platz bei der Auswechslung. Hat er sich über sich geärgert? Oder? Nein, ist überhaupt nicht wütend vom Platz. Also ganz normal abgeschlagen. Und Rafa hat sich aufgeopfert, wie immer. Und wollten dann einen Kopfballspieler, weil wir viel über die Außen durchgekommen sind. Und ich glaube, Lukas hatte dann auch noch zwei richtig gute Chancen. Rafa war überhaupt nicht böse. Danke euch. Danke.